So, herzlich willkommen zurück zum Cable Space Program. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir unsere drei kleinen Orbit-Spielchen. Wir haben Türkis, Gelb und Grau. Türkis ist die Herkules, die wir momentan fliegen. Gelb ist die KSS-01, sprich da kommt die Station am Ende hin. Und Grau ist die Refinery. Eigentlich wollte ich ja erst die Refinery und die KSS verbinden, aber irgendwie, naja, ist jetzt die Herkules dazwischen gekommen. Deswegen wird jetzt zuerst die Herkules gedockt. So. Das heißt, Herkules, check. Und da hinten ist die KSS-1. Okidoki. Wir kriegen da hinten ein Intersect von... von 17,8 Kilometer. Das heißt, wir müssen jetzt mal eben den Orbit etwas bremsen. Das geht schwierig. Komm, komm, komm. Dreh dich. So, die Sache ist, allzu viel Fuel haben wir halt auch nicht mehr in der Herkules. Das heißt, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass die uns auf dem Weg verhungert. Weil die Kerbal Split Station ist, naja, auch nicht gerade flexibel, sagen wir mal so. Okay, wir sind auf dem Node. Wir gucken uns jetzt mal genau die Annäherung hier an. Wackel nicht so. So, kurz stabilisiert. Ja, so viel zum Thema stabilisiert. Okay, 18 Kilometer. Leichte Beschleunigung. Wird's mehr, wird's weniger? Ich sehe gerade nichts. Wie viel haben wir jetzt? Immer noch 18 Kilometer. Ich glaube, da steht 17. So. Da haben wir Fokus auf Kerbin. So oder so, unsere Umlaufbahn ist höher, das heißt... Wir müssen die runterbringen. Okay. Ah, 13 Kilometer. Das sieht gut aus. Was sagt Annabelle? Ja, Annabelle ist immer noch ziemlich heiß. Die lässt sich nicht abkühlen. Ich weiß nicht warum. Die bleibt die ganze Zeit heiß. Spielt keine Rolle, wie lange man da rumdreht. Ich meine, solange sie nicht überhitzt wird, ist mir das recht. Aber so. Da wird unsere Annäherung immer kleiner. 9 Kilometer. Jedes Meter, das wir dann nicht dann vor Ort machen müssen, bin ich dankbar für. Weil könnt ihr euch vorstellen, wie das Docking mit so einem fetten Klotz wird. Das wird ein Spaß, sage ich euch. So, wie sieht's hier aus? 2,6 Kilometer. Da geht doch mehr. 1,2. 0,8. Jetzt haben wir sogar eine zweite hier gekriegt. 0,2 Kilometer, das taugt. Ja, das sind 0,7. 0,3. 300 Meter, das ist gut. Okidoki. So, was sieht, wie Sprite? Oh, 3000 Liter Liquid Fuel. Das ist entspannt. Und hier hinten kommt auch schon die Refinery angeflogen. Okay. So. Jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein. Gerade habe ich es gesagt. Na, wo ist sie? Aha, da ist die KSS-1. Target anvisieren. Gut. Target ist gerade im Vorbeiflug. So, los geht's. Ich bin gerade am Drehen. Ups. Oh, das bin ja gar nicht ich. Das war... Ich dachte, meine Kamera ist verschoben, aber das war hier dieser kleine Kontinent-Landstrich. Wir kommen immer noch näher, aber... Komm, jetzt dreh dich. Oh ja, da ist die Bremsnote. Da wollen wir hin. Wir entfernen uns schon. Komm. Oh ja. Das Lenken von dem Teil ist nicht so leicht, wie es aussieht. Und es sieht schon, glaube ich, ziemlich schwer aus. Das ist ein fetter Steinklumpen, mit dem man durch die Gegend fliegt. Für alle, die es sich nicht denken können, Steinklumpen sind echt schlechte Flugzeuge. So, da haben wir die KSS. Das Problem ist, dass die KSS nur dieses RCS-Getriebwerk hier da vorne zum Docken hat. Aber da ist die Herkules. Können wir vielleicht... Mir wäre es sogar lieber mit der KSS zu fliegen als mit der Herkules.
Wie docken wir denn eigentlich am besten an die KSS? Am besten an einen der seitlichen Docking-Ports. Damit der Docker hier vorne frei bleibt. So. Können wir uns ein bisschen drehen? Wie viel Sprit hat die KSS? Ah, 6000 Liquid Fuel hat die noch. Okay, so. Ups, nein, wir sind darüber. Mann, das ganze ICS rastet hier völlig aus. So. Ich gebe gerade Vollschub mit dem ICS. Ja, wir haben eine Annäherungsrate von 1 Meter pro Sekunde. Bei 480 Metern sind es halt entspannte 12 Minuten, 13 Minuten. Ungefähr, oder? Macht nichts, wir haben ja den Zeitraffer. Oh, oh, wir schießen ein bisschen dran vorbei. Komm, heb mal die Nase etwas. Gute Dame. So. Komm, 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 komm. Ich will die Bremsnote erwischen, die ist hier drüben. So. Nähern wir uns oder entfernen wir uns? Wir nähern uns. Ich glaube, so. Jetzt entfernen wir uns wieder. ICS aktivieren. Brems, 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 brems. ICS bremsen. Ja, Monoprop haben wir immerhin genug, aber trotzdem. So. Los, 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 los. Ja, das wird schon, das wird schon. Okay, das reicht. Den Rest machen wir hiermit. Target ist da drüben. Auf Ziel ausrichten. Wir kontrollieren das schon von der richtigen Stelle, oder? So, Kontrolle von hier, okay. So, komm. Richte dich aufs Target. Und ein bisschen beschleunigen. Also die Herkules hat immer noch eine stärkere Beschleunigungskraft als die KSS. Ich meine, die KSS wiegt, glaube ich, sogar. Na gut, mehr als die Annabelle wird die KSS nicht wiegen. Aber die hat wenigstens anständige Triebwerke, sagen wir mal so. So, wir kommen näher. Haben wir vorne RCS zum Bremsen dran? Ja, 4 Stück. Damit zu bremsen wird ein Spaß. Aber Stückchen für Stückchen kommen wir uns immer näher. So, okay. Und wir schießen dran vorbei. So, komm, dreh dich. Oh Gott, dreh dich schneller. ICS, beweg dich. Wir sind 70 Meter entfernt. 70 Meter. Wo ist die blöde Bremsnot? Da hinten. Das wird jetzt Bremse on the fly. Okay, rüber switchen. Target ist da oben. So. Was ist los? Okay, die Retrograde-Ausrichtung funktioniert gerade aus irgendeinem Grund nicht. Du bist die automatische, da müssen wir das selber machen. Da hinten ist es. Da. Okay. Gut. Gut. Dauert ein Momentchen, aber wir haben es gleich. 0,5 Meter. 0,4. ICS ist genug da. 0,3. 0,2, 0,1 und wir stehen. So, gut, dann gehen wir zurück zu Herkules. Herkules steht mal bitte stabil und öffnet
So ein Docking Port. So. Oh ja. Wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir es irgendwie ausgerichtet bekommen würden, oder? So, komm. Komm, 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 komm. Schön aufs Target ausrichten. Da kommt die Node. Da kommt die Node. Da kommt die Node. Da kommt die Node. So, okay. Target. Was ist denn jetzt los? Drehen wir uns irgendwie falsch? Müssen wir da hoch? Komm jetzt. Da. So. Ich drehe mich ohne ACS. Das kann ein Weilchen dauern. So. Okay. Gut, wir sind aufs Ziel ausgerichtet. Licht an. Bringt nicht viel. Gut, und jetzt. Ein bisschen Schub ausgleichen. Geht das so? Nee, falsche Richtung. Verdammte Achse, welche Richtung muss ich hier beschleunigen? Und es ist schon wieder dunkel. Okay, machen wir anders. Wir bremsen jetzt erstmal. Und werden dann nachträglich sehen, wie wir da gedockt bekommen, weil bei Nacht ist das ja hier die Hölle. Wenn ich jetzt aber die Zeitbeschleunigung anschmeiße, dann sind wir bis zum Tag wieder weit weg, sagen wir mal so. Komm. Note. Da hinten ist sie. So. Okay. So 0,2 Meter. 0,1. Komm jetzt. Wir stehen. Mehr oder weniger. Oh Mann, die Herkules entfernt sich wieder. Tag, komm her. Tag, wo bist du? Da sehe ich Sonne, da sehe ich Sonnenlicht. Okay, wir haben Sonnenlicht, dann sehen wir wenigstens was. So. Gut, dann richten wir uns aus. Nein, das ist irgendwie falsch. Das Ding steuert sich wie eine tote Gurke. So, hier ist meine Note. Gut. Beschleunigen. Bin gerade furchtbar am Beschleunigen mit Vollgas. Ja? Also für eine Raumstation bin ich immerhin stolz, dass sie sich überhaupt bewegen kann. So, okay, wir stehen. Einigermaßen. Gut. Aufs Target ausrichten, please. Nee, läuft gerade nicht. Gut. Dann machen wir es eben manuell. So. Aufs Target ausgerichtet. Gut. Und ein bisschen beschleunigen. So, 0,5 Meter muss reichen. Haben wir Bremsen vorne? Na, nur die seitlichen, aber das wird reichen. Okay. Herkules, wir kommen. So. Wir kommen immer noch näher. So. Wenn ich hier die Bremsen anschmeiße. Dann geht das doch immerhin schon mal ganz gut. So, ein bisschen bremsen muss sein. Okay. Gut. Wie zum Henker kriege ich mich jetzt hier gedockt? Wir können natürlich den Docking-Helfer da oben abdocken. Ich glaube nur nicht, dass das viel hilft, ehrlich gesagt.
Okay. Wir machen das frei nach Augenmaß. Und ich dock hier oben. Ich will da oben docken. So. Los. Los, 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 los. Bewegt sich was? Wir bewegen uns, na immerhin. Okay. So. Ups. Bremsen. Bremsen, 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 bremsen. So, okay. Haha. Jetzt müssen wir... Nicht dagegen krachen wäre eine gute Idee, glaube ich. Jetzt komm. Komm wieder zurück. So, gut. Wir bewegen uns voran, das ist gut. Ein bisschen fast schnell für unsere Verhältnisse. Okay, Nase ein bisschen runter. So. Okay. Okay, so. Bremsen, 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 bremsen. Oh, oh, wir kommen ein bisschen schnell rein. Oh, wir sind seitlich abgedriftet. Wir sind seitlich abgedriftet. Zurück, 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 zurück. Das ist das Blöde an einem zweidimensionalen Bildschirm. So. Okay. Das ist gut. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher und mehr nach rechts. Höher, höher. Rechts, rechts, höher, rechts, rechts, höher, 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 höher. So. Gut, die Seite sieht gut aus. Wenn sie es noch schaffen könnten, höher zu kommen. Und uns minimal zu drehen. Mehr nach rechts, mehr nach rechts. Mehr nach rechts, mehr nach rechts. Mehr nach rechts. Rechts, 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 rechts. Oh ja, oh ja, oh ja. Komm, 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 komm. Yes! Woohoo! Oh yeah! Haha! Schande! Woohoo! Gut, das Ding bewegt sich nicht mehr. Das war's. Gut. Also irgendwie ist der Hauptteil der KSS ziemlich klein im Vergleich zu Herkules. Aber gut. Schande. Das ist ja nice. Okay. So, das war der erste Streich. Wo ist unsere gute Dame? Da. Das dauert ein Momentchen, bis wir die eingeholt haben. Okay. Puh. So, wir haben gedockt, ohne dass es abreißt. Ich bin stolz auf mich. Okay, wenn ihr in Zukunft diese Docking-Manöver nicht mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Comments. Also, wenn ihr sagt, Docking-Manöver sind langweilig, mach's lieber off-camera, dann mache ich das ohne Kamera und ich zeige es euch danach täglich so. Tada! Ich habe gedockt. Für mich, ehrlich gesagt, sind Docking-Manöver... schlimmer als Landemanöver. Also da schwitze ich mir immer einen ab, dass ich glaube, oh, ich werde zum Neandertaler. Nicht fragen. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen hier. Und bis dahin, viel Spaß noch.